Schon schick, ey. Wir haben ja eigentlich quasi ausgeglichen. Wir bekommen, haben gerade eigentlich normal Loot bekommen, weil wir haben 21% Loot-Bonus. Das heißt quasi, haben wir das ausgeglichen. So. Und dann Rare Loot. Wir könnten das sogar jetzt noch auf 10% heben, aber nee, das ist jetzt zu viel Geld. So. Okay. Es war schon krass. Genau, wie lange haben wir jetzt eigentlich gespielt? Ich habe total verrafft. Ja, ich wollte die Energieladerate erhöhen. Okay, dafür müsste ich das hier erhöhen. Das Ding ist, die da oben sind halt für den Piloten. Das heißt, egal welches Schiff ich nehme. Und das da unten ist halt nur für eins. Ja, das ist halt. Das ist halt das. Zweieinhalb Stunden, ein Run. Diese eine. Krass. Ja, wir haben jetzt auch schon fast wieder 6 Stunden gestreamt, ne? Aha. Okay, dann werfen wir jetzt aber nochmal, noch einmal, glaube ich, auf den Credit Loot Bonus drauf. Und. Warte, warte mal. Wir können auch das hier. Das Ding ist halt, wir haben hier gerade quasi Geld investiert in Dinge. Und wir haben. Wir haben diese Dinge aber nicht, weil wir einfach nur Advanced haben, aber kein Upgrade dafür bekommen haben. Das hat mich am Anfang auch geärgert. Dass wir. Dass ich so drauf drücken. Aber ich habe doch nichts bekommen dafür. Und dann. Ja, gut. Dann haben wir hier, haben wir das auf 10 gehoben. Das, also wenn wir das jetzt noch um... Okay, wir haben 10 von 13. Das heißt, wir haben noch 11, 12 und 13. Das heißt, wir können das Ganze nochmal um 15% steigern. Das heißt, wir haben dann am Ende 45% Credit Loot Bonus. Das ist schon arg. Das ist schon arg. Genau, wir, tatsächlich, wir wollten ja hier mehr Energie. Mehr Energie. Weil das, der kleine Ding ist halt schon... Richtig, richtig evil. So auf 4 Kilometer Entfernung. Das ist halt das Doppelte, was die meisten Waffen können. Ja. Okay. Ja. Also, das heißt, wir kriegen da schon richtig, richtig viel Kohle. Aktuell haben wir auf 30, habe ich gesagt, ne? 30. Geil. Mal schauen wir mal, ob wir hier tatsächlich... Was ein bisschen schade ist eigentlich, dass wir hier die Sensor Range... Die Sensor Range kann man halt nur von diesem einen Schiff steigern, kann das... Och, verdammt. Das B ist falsch. So, warte. Genau, fürs Colonial Gunship können wir nämlich die Sensor Range gar nicht erhöhen. Und für... Ja, komm. Jetzt haben wir das andere Schiff. Für den Interceptor... Können wir das auch nicht erhöhen. Kann man auch nur jeweils an Energy und Hull rumarbeiten.
das hat halt 22% Rüstung, das ist halt schon voll okay. So. Oh, stimmt. Fällt mir gerade ein. Component Damage Chance wollte ich auf jeden Fall erhöhen. Damit wir geringere Chance haben darauf, dass irgendwie unsere Komponenten kaputt gemacht werden. Weil wenn halt das Life Support System kaputt gemacht wird, ist halt richtig kacke. Okay. Da muss ich viermal advancen, damit ich ein Upgrade bekomme. So. Jetzt schauen wir mal, wie weit wir hier noch kommen. Okay. Freut mich, dass du das so siehst. So, wir haben jetzt noch... Genau, dann holen wir noch Regeneration. Und jetzt haben wir noch 600. Das freut mich. Und Xemes, servus. Freut mich, dass du mal wieder reingeschaltet hast. Willkommen hier bei mir im Game Lab. Wir spielen gerade Everspace. Besser gesagt, wir hören gerade eigentlich auf, Everspace zu spielen, muss ich zugeben, weil meine Hand tut weh. Es ist... Oh. Scheiße, wir haben beim falschen Schiff. Oh. Ich habe noch das ausgewählt gehabt. Nein, ich wollte doch hier. Verdammt. Oh, Scheißdreck. Damn it. Gibt's da nicht. Ich habe beim falschen Schiff das abgegradet. Nein. Oh. Ärgerlich. Ja, so ärgerlich, da fällt schon alles vom Tisch runter, ey. So. Gut. Aber wir graden jetzt hier noch ab und Xemes ist leider auch schon... Ja, und am Schluss noch ein Fail. Man merkt schon, bin durch, ey. So. Wir haben jetzt noch 600 Credits. Was machen wir damit? Oder 650? Können wir damit irgendwas upgraden, was irgendwie sich lohnen würde? Hier haben wir 500, das heißt, aber für 100 haben wir nichts. Das ist auch 500, das sind 200. Das sind auch wieder 500, das ist halt alles 500. Das hier ist auch 200. Das heißt, wir brauchen noch eins für 200, dann wird's gehen. Ja, aber das ist halt alles nur Advance. Das ist halt auch irgendwie Geld weggeschmissen. Ah ja. Egal, dann machen wir das jetzt so. 200 und dann da hier auch nochmal 200. Über Zeit. Das war ja schon sau fail, weil wir haben jetzt sau viel in Energie gesteckt. Wir haben ein paar Tausend da reingesteckt und jetzt habe ich eh erst nichts davon. So ein Fail. Ah, ja. So, was kostet das denn, hier Energie-Upgrade, ne? Haben wir nachgeschaut, 500 und 500. Gut, dann machen wir jetzt noch einen Run, und zwar mit Hard. Und dann will ich schauen, dass ich da noch Geld in Energie reinstecken kann. Weil, meine Fresse, ey. Ja, hier, komm. Wo sind Gegner? Da sind Gegner. Okay. Da oben wollen auch Leute mal ihr hier Scheiße abbekommen. Hier, Ocker Fighter frisst es. Outlaws God frisst es. Ach, egal. So, und der Ocker Fighter kriegt auch noch hier ab.
Ja, genau. Wir haben jetzt auch keine Energie mehr, deswegen stellen wir uns einfach hinter diesen Felsbrocken und lassen mal auf uns zukommen. So. Das bringt uns jetzt gerade mal zu 162. Das finde ich ein bisschen nervig, tatsächlich. So, die Thermogun. Was ging denn bei der? Ja, pff. Egal, schrotten. We've got company. Okay, erstmal die auf die andere Waffe umstellen, weil hier die Shock Rifle ist auf nahe Distanz irgendwie total uncool. Ach, okay, die Outlaw Drone hätten wir eigentlich am Leben lassen können. Die hat nämlich uns geholfen, prinzipiell. So, erstmal die Credits einsammeln. Dann hier. Shieldbreaker zerstören wir. Ach, eigentlich hätten wir sie gebrauchen können, weil die Stasis brauchen wir erst recht nicht. Okay. Da kommt hier Outlaw Scout. Da brauchen wir aber tatsächlich nur einen Treffer eigentlich. Richtig viel. Ja, jetzt haben wir richtig viel Kohle mal erstmal bekommen direkt. Das heißt, wenn wir jetzt direkt wieder sterben. Ja, Multiplayer wäre total super. Vor allem, weil prinzipiell läuft ja auch alles in realer Zeit ab. Deswegen wäre das auch total okay so. Okay, wir schauen uns manchmal. Stats lure an enemy into a black hole. Okay. Destroy an Ocker unit that is webbed. Okay, dafür bräuchten wir eigentlich so eine Webber Drone, aber die haben wir nicht. So. Da ist ein Container. Nanowatts und Gel. Der Container. Nanobots, auch wieder Nanobots. Das ist schön. Da haben wir noch Compound rumliegen, da gibt es wohl nichts mehr. Hoppala. So, und Jumping Suppression ist aber irgendwo. Oh, da haben wir noch ganz viel Stuff, was wir. So, ne, Fuel und. Achso, das können wir aber nicht mitnehmen. So, Scrap und die Shieldbreaker. Statt den Stasis Missile. So, und jetzt schauen wir mal, ob wir hier das Ding finden. Ja, das wird hier irgendwo sein. Da ist die Frage nur noch, wo. Na? 94%. Ist das. Ach so, ist es hier? Nein. Wo ist das denn? Wenn ich hinfliege, wird das Signal stärker. Das heißt, es ist auf der anderen Seite, oder was? Ah, hier ist das Ding. Warum steht denn das dann nebendran? Das könnt ihr doch nicht machen. So, Jump Suppression ist aufgehoben. Gut. Ja, mein Bierglas. Das hört sich gut an, dass wir das noch voll kriegen. Ah, so. Traum ist ja irgendwann, dass es auch noch, dass auch noch Geld reinkommt. Muss ja zugeben. Also auch wenn mir das einfach so Spaß macht, dass ich es einfach so mache. Aber wenn man so die Geschichten von den ganzen anderen Streamern hört, dann ist man, denkt man sich so auch so, ja, das wäre schon cool so, ne? Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, es wäre nicht cool. So, jetzt haben wir auch noch einen coolen Blueprint direkt. Und das direkt im ersten Knoten, ey. Also hat sich schon gelohnt. So, finden wir hier noch was? Ich glaube, da müssen wir auch noch mal Geld reinstecken in Sensoren. Wir können nämlich hier das Sensor-Upgrade noch machen und dann können wir hier vielleicht auf weitere Entfernung mal Dinge finden. Das wäre natürlich auch sehr praktisch. So, ah, hoppala, hängen geblieben. Gut, aber ich glaube, dann war es das für hier und dann springen wir mal. Jump it! Genau. Ach ja, genau, ich würde dann